Funkkreis, Podcast der Bundeswehr. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Hier ist Barbara Gantenbein von der Redaktion der Bundeswehr und ich habe heute drei Gesprächspartner zum Thema Sozialdienst. Den Referatsleiter Stefan Möller aus St. Augustin sowie aus Berlin die Sozialberaterin Lisa Wolf und den Sozialarbeiter Tobias Klebs. Diese drei werden uns erklären, was der Sozialdienst alles tut und warum jeder Angehörige der Bundeswehr sich an ihn wenden kann. Und ich kann jetzt schon versprechen, das Angebot ist so groß, dass wir wirklich alle davon profitieren können. Am Telefon habe ich jetzt als erstes Stefan Möller. Das ist der Referatsleiter vom Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Schönen guten Tag, Herr Möller. Guten Tag, Frau Gantenbein. Herr Möller, danke, dass Sie Zeit für mich haben und für diesen Podcast. Wenn man Sozialdienst hört, dann denkt man ja immer zuerst so an Sorgen und Nöte. Und Sie haben ja aber auch ganz viele Serviceangebote, die mit einer Notlage so gar nichts zu tun haben. Können Sie uns so ein bisschen erklären, wofür der Sozialdienst alles zuständig ist? Ja, also der Sozialdienst der Bundeswehr berät und betreut in allen sozialen Angelegenheiten. Das heißt, Sorgen und Nöte sind natürlich schon ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit. Allerdings gibt es auch weiche Themen. Wir haben also sowohl Sozialarbeiter und Sozialpädagogen als auch Beamte gehobenen nichttechnischen Dienstes, die als Sozialberater eingesetzt sind. Das heißt also, unsere Themen sind, Sie sprachen es eben schon an, Sorgen und Nöte natürlich ganz viel, aber vielleicht komme ich zunächst mal zu den etwas weicheren Themen. Das wären zum Beispiel so Fragen, Vorbereitung auf die Elternzeit, was muss ich beachten, wie ist die Antragstellung oder wo finde ich Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder in späteren Lebensphasen auch die Vorbereitung auf den Ruhestand. Das sind so ganz unbelastete Themen, sagen wir mal. Mhm. Und natürlich haben wir aber auch wirklich belastende Situationen, menschlich wirklich schwierige Themen zu behandeln, Verwundung und Tod beispielsweise, Suchtsituationen, Konflikte am Arbeitsplatz, vieles, wo wir dann auch unterstützend tätig werden. Nachher spreche ich über diese Themen ja auch noch sowohl mit einer Sozialberaterin als auch mit einem Sozialberater, die mir dann so ein bisschen noch Einblick geben in die direkten Tätigkeiten. Ich würde jetzt von Ihnen gerne noch wissen, wie viele Zentren und wie viele Mitarbeiter gibt es denn überhaupt im Sozialdienst und wo finden die Leute dann ganz konkret Rat und Hilfe? Ja, also es gibt bundesweit 43 Bundeswehr-Dienstleistungszentren und in diesen und in deren Niederlassungen gibt es insgesamt 93 Sozialdienstteams. Das heißt also, wir versuchen da möglichst nah auch an unserer Klientel zu sein. Viele Sozialdienstteams sind dann auch in den Kasernen oder in der Nähe der Kasernen untergebracht, wo dann beispielsweise die Klientel auch schnell hinkommt. Natürlich auch an den 5 Bundeswehrkrankenhäusern. Da haben wir eben unsere Spezialisten für das Entlassmanagement. Und wir sind auch an 3 Standorten im Ausland vertreten, 2-mal in den USA und 1-mal in Frankreich. Ach, das ist spannend. Also selbst im Ausland können unsere Bundeswehrangehörigen diese Hilfen in Anspruch nehmen. Genau, also in den allgemeinen Auslandsverwendungen oder sogenannten integrierten Verwendungen sind wir entweder vor Ort präsent oder aber wir unterstützen mit unserem Team aus St. Augustin fernkommunikativ. Ist die Hilfe eigentlich grundsätzlich kostenlos? Ja, die Hilfe ist nicht nur grundsätzlich, sondern immer kostenlos und vor allem auch nicht umsonst. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ja. Man sagt ja im Allgemeinen, was nichts kostet, ist nichts wert. Das stimmt natürlich für unsere Leistung überhaupt nicht. Nee, das kann ich mir sehr gut vorstellen und das Portfolio ist ja auch riesig. Ganz wichtiges Thema, wie ist das mit der Vertraulichkeit?
Ja, Vertraulichkeit ist natürlich die Grundlage jeder Klienten-Berater-Beziehung und genießt bei uns einen ganz hohen Stellenwert. Das heißt also, unsere Klienten brauchen nicht zu fürchten, dass irgendetwas von dem, was sie unseren Beschäftigten vortragen, in irgendeine Personalakte eingeht oder außerhalb des Sozialdienstes transportiert wird, ohne dass wir dazu beauftragt sind. Es gibt natürlich Situationen, wo unsere Klientel dann sagt, ich brauche da mal Unterstützung, ich brauche ein Sprachrohr, jemanden, der mein Problem an die Dienststellenleitung heranträgt oder an externe Stellen, mir hilft bei der Behördenkommunikation, bei der Antragstellung, dann würden wir natürlich entsprechende Inhalte auch transportieren, aber nur eben im Auftrag. Herzlichen Dank. Das war schon mal ein super Überblick. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und spreche jetzt gleich noch mit zwei Ihrer Mitarbeiter. Ja, vielen Dank, Frau Gantenbein. Weiter geht's jetzt mit Lisa Wolf, der Sozialberaterin aus der Julius-Leber-Kaserne in Berlin. Wir zwei, Lisa und ich, wir kennen uns noch aus der Redaktion. Sie sagt von sich selbst, sie ist für die harten Fakten und Gesetze zuständig. Ich kann sagen, sie hat ein ganz großes Herz, viel, viel Fachwissen und immer ein offenes Ohr. Hallo Lisa. Hallo Barbara. Schön, dass du Zeit hast und uns so ein bisschen erzählen kannst, Lisa. Erzähl uns doch bitte mal einen ganz typischen Fall aus deinem Arbeitsalltag. Ja, na klar, gerne. Also ein ganz, ganz typisch klassischer Fall ist die Dienstzeitendeberatung. Hier möchte ich jetzt so ein bisschen drauf eingehen. Also wir haben einmal natürlich unsere Soldaten auf Zeit, die ein Dienstzeitende haben nach ihrer Verpflichtungszeit. Aber das Dienstzeitende kommt natürlich auch auf die Berufssoldaten zu. Und hier unterstützen wir in allen Fragen, die die Soldaten vielleicht haben könnten, bei der Antragstellung, auf was kommt auf die Soldaten zu? Gerade das große Thema Krankenversicherung. Das ist ja immer so eine große Sache, die Soldaten laufen lange in der freien Heilfürsorge und das ist dann die große Thematik, die dann die Soldaten umtreibt. Was kommt denn nach meinem Wehrdienst auf mich zu? Da unterstützen wir. Ja, und wahrscheinlich auch sowas wie Rentenversicherung und all das. Genau. Genau. Das heißt, genau, Rentenversicherung für die SAZ, diese Rentennachversicherung, das ist ja auch ein großes Thema, was ja auch eine Neuerung war. Und für die Berufssoldaten natürlich auch immer noch ganz interessant, die ganze Beihilfeabrechnung. Das haben die ja grundsätzlich auch noch nie gemacht. Und da gehen wir mit denen natürlich die Anträge komplett durch. Und wenn die dann im Zivilen sind und sich hinterher noch irgendwelche Fragen noch stellen, was macht ihr denn dann? Also könnt ihr da immer noch helfen? Natürlich. Also grundsätzlich sagen wir auch immer, nicht nur im aktiven Dienst stehen wir den Soldaten oder generell allen Mitarbeitern der Bundeswehr und auch deren Angehörigen mit Tat und Rat zur Seite, sondern auch natürlich nach der Bundeswehrzeit. Also man kann sich immer noch mal bei uns melden, wenn irgendwie Fragen auftauchen. Vielleicht können wir immer noch mal weiterhelfen oder wissen zumindest, wo die ehemaligen Soldaten oder Mitarbeiter sich hinwenden können. Ja, klar. Und ich meine, Dienstzeitende ist ja ein Thema, das kommt auf jede Soldatin und jeden Soldaten. Daten zu. Es gibt ja auch noch eine Menge anderer Felder, die nur einige betreffen. In welchen Feldern berätst du denn noch und deine Kolleginnen und Kollegen? Also ganz, ganz viel berate ich auch zum Thema Elternzeit. Das ist ja auch ein großes und wichtiges Thema. Da versuche ich auch die Soldaten und Soldatinnen darauf vorzubereiten, also auch die Beamten und auch die Arbeitnehmer. Ich habe für mich vorbereitet oder dann für meine Klienten ein großes Elternzeitpaket sozusagen, wo alle Formulare drin sind, die dann benötigt werden. Das besprechen wir dann ganz in Ruhe und gehen dann auch die Formulare zusammen durch. Darüber hinaus dann natürlich auch gerade für die Soldaten ganz wichtig, die Vorbereitung auf den Auslandseinsatz. An was muss ich denken? An eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten? Gibt es sonst noch irgendwas, auf was sie achten müssen? Schwerbehinderung und Pflege, auch ganz großes, wichtiges Thema. Nicht nur, was kann man da vielleicht oder was muss ich beachten, sondern natürlich auch wieder die Antragstellung. Dann auch, was immer so ein bisschen so unter den Tisch fällt, ist aber auch kein schönes Thema, Dienstunfähigkeit und Wehrdienstbeschädigung. Mhm. Auch da beraten wir natürlich ausführlich und helfen bei der Antragstellung. Und das machen wir immer, da bin ich auch mal selber sehr froh, gemeinsam im Team mit meinen Kollegen von der Sozialarbeit, die Hinterbliebenenberatung oder generell alles, was im Rahmen mit Tod und Verwundung auch zu tun hat, auch da sind wir immer mit vor Ort, sowohl bei den Angehörigen als auch jetzt irgendwie in der Truppe.
Also ich erinnere mich auch, dass du uns in der Redaktion mal diese Mappe gegeben hast, was man alles ausfüllen soll für den Todesfall. Fand ich unglaublich übersichtlich und habe ich dann auch für mich gleich gemacht, weil es kann einen ja auch überall erwischen. Also Verkehrsunfall ist ja nun auch leider eine Ursache. Leider, und ja. Genau, da muss man einfach vorbereitet sein. Und ich finde es gut, dass man gerade auch über solche Themen rechtzeitig redet. Das bringt mich zum Thema Fristen. Also ganz viele Menschen mögen ja Formulare und Papierkram nicht so besonders gerne. Und da versäumt man ja auch mal eine Frist. Kannst du da denn auch helfen? Natürlich, total gerne. Und da ganz, ganz großer Appell auch von mir, da soll sich jetzt keiner irgendwie schlecht fühlen oder sich irgendwie für schämen, dass das mit den Formularen und Anträgen vielleicht nicht so das größte Hobby irgendwie ist, wirklich dann gerne wirklich zu uns kommen. Ich mache das total gerne. Ich meine, ich kenne mittlerweile auch die Anträge ja dann doch irgendwie alle auswendig. Und dann nehme ich mir auch wirklich die Zeit, egal welcher Antrag, egal welches Formular, es sollen wirklich bitte gerne alle zu uns kommen und wir helfen dann natürlich auch beim Ausfüllen. Finde ich ganz prima. Genau. Vielen Dank, Lisa. Ich denke, das wird einige Leute ermuntert haben, sich doch mal an euch zu wenden. Und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder in der Redaktion. Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Danke dir. Bis dahin. Jetzt kommen wir zu den sogenannten Herzschmerzthemen. Trennung, Schulden, Sucht. Und dafür ist ein Kollege von Lisa zuständig, nämlich der Sozialarbeiter Tobias Klepps, auch er in Berlin. Guten Tag, Herr Klepps. Hallo, Frau Gantenbein. Herr Klepps, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Wir haben ja eben von Lisa gehört, Dienstzeitende ist so ein großes Thema bei Ihren Beratungen. Wie sieht es denn bei Ihren Klienten aus? Was drückt die besonders? Ja, bei uns Hauptaugenmerk ist eigentlich so ein bisschen die finanzielle Situation. Da kommen ganz, ganz viele Anfragen, gewollt oder ungewollt. Und wie sieht das ganz genau aus? Ja, hauptsächlich wenden sich die Soldaten an uns, die Probleme mit ihren wirtschaftlichen Verhältnissen haben, ob nur über ihren Vorgesetzten zu uns befohlen oder weil sie selbst erkennen, dass sie ein Problem haben, mit ihrer finanziellen Situation umzugehen. Und wie rutschen die in so eine Situation rein? Können Sie da mal so ein typisches Beispiel mir geben? Ja, also das ist ganz unterschiedlich, logischerweise. Häufig durch Trennung und Scheidung, dass man vielleicht einen Hauskredit hat, den man denn dann plötzlich eventuell alleine bezahlen muss oder man generell die Güter trennen muss. Quasi als Beispiel ganz platt, die Waschmaschine geht dahin, der Trockner geht dahin und dann muss man jeweils dann natürlich wieder sich um das Gewisse dann an andere kümmern. Ja, klar, das verstehe ich. Wie können Sie denn dann helfen? Was können Sie den Betroffenen raten? Ja, natürlich kann ich erstmal als außenstehende Person einen ganz objektiven Blick auf die Situation werfen. Häufig haben nach so einer Trennungssituation, wie man sich gut vorstellen kann, die Betroffenen nicht wirklich den objektiven Blick und sind da sehr noch verzweifelt, was die Trennungssituation angeht. Ich sag mal, verschlafen es so ein bisschen, den Blick auf das Wesentliche zu legen, wenn Kinder da sind, den Unterhalt erstmal zu zahlen, weil der Unterhalt, der verfällt auch durch eine Pfändung beispielsweise nicht oder durch eine Insolvenz nicht. Das sind so die Schwierigkeiten. Das heißt, es sind teilweise wirklich so, ich sag mal, raus aus den Schuldenschicksale, die da auf Sie zukommen, richtig? Genau, man kann es so ein bisschen mit Peter Zwegert vergleichen, wobei ich natürlich nicht die Fachkompetenz mir anmaße, aber so ein bisschen, um es zu verdeutlichen, kann man schon so sagen. Ja, gehen Sie denn dann mit den Leuten auch mal zur Bank oder zum Anwalt, wenn es um eine Insolvenz geht? Also geht das so weit, dass Sie die Leute auch tatsächlich irgendwohin begleiten, wenn die sich nicht trauen? Hauptsächlich geben wir natürlich Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, das ist unser großes Credo. Allerdings schauen wir natürlich auch, wie weit ist die betroffene Person in der Lage auch dazu. Ja, letztlich verschließen wir uns überhaupt gar nicht, den Leuten irgendwie weiterzuhelfen, um denen natürlich zu ihrem Erfolg zu bringen. Also wir würden natürlich auch zu allen Behördengängen begleiten, wenn wir die Notwendigkeit sehen, beziehungsweise wenn wir sehen, dass der Klient nicht selber dazu in der Lage ist. Ja, also haben Sie manchmal auch das Gefühl, Sie fragen den immer wieder das Gleiche und Sie kriegen immer ausweichende Antworten und merken dann, der macht überhaupt nicht, was er soll?
Ja, natürlich ist er auch in seiner Situation so ein bisschen auch gefangen. Und es ist natürlich immer schwierig, auch ganz im Detail einer wildfremden Person, wie wir das ja denn dann so sind, ich sag mal, sehr persönliche Dinge mitzuteilen, also wo die Schulden liegen, ob da, wenn wir jetzt abgehen von der Trennung, Scheidung, ob da vielleicht ein Abhängigkeitsverhalten dahinter steckt, ja. Stoffgebunden oder stoffungebunden, also ob vielleicht eine Spielsucht dahinter steht, das möchte man natürlich nicht unbedingt einer wildfremden Person gleich so erzählen. Nee, natürlich nicht, klar, aber wenn eine Pfändung ins Haus steht, dann ist es ja nur auch nicht so schön, wenn man da nicht mal irgendwie gegensteuert. Also ich denke, wenn die Leute zu Ihnen kommen, dann ist denen wahrscheinlich auch, steht denen das Wasser wirklich bis zum Hals, oder? Ja, klar. Also oft haben wir es halt auch, dass die Pfändung, die oft an der Quelle, quasi am Gehalt stattfindet, über den Tisch des Chefs geht. Und das ist natürlich eine ganz unangenehme Situation für die Leute. Der Chef oder die Chefs nutzen oftmals die Möglichkeit, die Leute zu uns zu befehlen, aus Fürsorgegründen, erstmal ja nichts Schlechtes. Mhm. Allerdings muss man denn dann natürlich erstmal versuchen, so ein bisschen Vertrauen zu schaffen in diesen Beratungen, wenn man hierher befohlen wurde zum Sozialdienst. Weil letztendlich, wenn die Leute nicht mit mir zusammenarbeiten wollen, aus eigenem Antrieb, ist es schwer, denen die Informationen aus der Nase zu ziehen, die man braucht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, wahrscheinlich wäre es für Sie und auch für Ihre Kolleginnen und Kollegen wesentlich angenehmer, wenn die Leute früher kämen. Ja, na klar. Also ich sag mal, wenn der Karren noch nicht im Dreck sitzt, sage ich mal, dann wäre es natürlich viel, viel einfacher. Aber häufig, so erleben wir es halt nun mal leider in so einer, in unserer täglichen Arbeit, kommen die Leute mit ihren Problemen zu uns, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist, wo der Sozialdienst noch was machen kann. Also vielleicht eine Umschuldung vielleicht zu veranlassen, eine Stundung. Die Gläubiger sind häufig dann schon so weit, dass sie sich auf nichts mehr einlassen. Ja. Das ist natürlich bitter. Mit was für Problemen kommen die Leute denn sonst noch so zu Ihnen? Sie haben jetzt schon ein paar angerissen. Können Sie mir das noch ein bisschen genauer erzählen? Ja, weitere Themen sind natürlich in unserer Arbeit so die Vor- und Nachbereitung im Rahmen von Auslandseinsätzen für diejenigen, welchen die in den Einsatz gehen, also sprich für die Soldaten oder die zivilen Beschäftigten, die im Soldatenstatus gehen und deren Angehörige natürlich. Ja, wenn die Fragen haben, Probleme zu Hause mit der Kindererziehung oder andere Dinge des alltäglichen Lebens, die sonst halt der Partner erledigt hat, der jetzt im Einsatz ist. Oder Fragen zu persönlichen oder familiären Angelegenheiten im ganz Allgemeinen, wie zum Beispiel rund um die Kindererziehung oder Kinderbetreuung. Ja, in Berlin ein riesiges Thema, einen Kinderbetreuungsplatz finden, ganz, ganz schwierig. Ja, das stimmt, klar, natürlich. Also, aber auch durchaus, wenn die sich dann zum Beispiel überfordert fühlen mit der Kindererziehung. Genau, auch dann können Sie sich an uns wenden und versuchen von uns nochmal einen ganz objektiven Blick zu bekommen. Von außen ist ja manchmal ganz hilfreich, weil man selber so ein bisschen Schwierigkeiten hat und sehr unter Druck steht, den Blick zu bekommen für das Wesentliche. Ja, dann kann man sich auch natürlich auch an uns wenden. Oder auch wenn beispielsweise bei psychisch Erkrankten, wenn man jetzt die Einsatzschädigung mal herausnimmt, die sowieso Probleme haben, Leute in Uniform zu sehen, generell die Kaserne zu betreten, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir uns vielleicht an einem neutralen Ort treffen, wie zum Beispiel in einem Café vor der Kaserne. Prima. Also ich hoffe, das macht Betroffenen Mut, einfach mal anzurufen, den Kontakt zu suchen, rechtzeitig vor allem den Kontakt zu suchen. Herr Klepps, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, gerne. Auf Wiederhören. Wiederhören, danke. Es ist wirklich gut, dass der Sozialdienst da ist und ich denke, falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, irgendein Problem haben, Ihnen irgendwas auf der Seele brennt, dann zögern Sie nicht, rufen Sie da an, suchen Sie sich Hilfe. Auf alle Fälle kann man Ihnen dort sagen, welche Stelle, welcher Ansprechpartner für Ihr Problem zuständig ist. Und wenn Sie vorher noch mal im Internet schauen wollen, da finden Sie unter sozialdienst.bundeswehr.de auch schon mal mehr Informationen. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Wir sind nächsten Donnerstag mit dem nächsten Podcast wieder da. Ich melde mich ab aus dem Funkkreis. Tschüss.